Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, heute anstatt Hitman nochmal ein Minecraft, weil ich heute keinen Bock auf Hitman habe und ja, die Folge, die gestern aus unerfindlichen Gründen irgendwie nicht kam, heute gekommen ist. Gestern irgendwie gespackt oder dergleichen. Ja, super. Und wir brauchen jetzt hier mal langsam was Stein. Und ja, weil ich sag mal, es nähert sich jetzt auch so. Ich wollte eigentlich nicht ewig auf Holz bauen, auch wenn hier jetzt so relativ viel Holz ist. Ich baue das aus dem spezifischen Grund nicht unten ab, weil ich doch schon hauptsächlich oberhalb der Welt bauen wollte. Weil ich sag mal, ich werd definitiv auch noch unten hin ausbauen, aber nach unten ist es dann noch scheiße mit den ganzen Dreckszombies und. Es sind jetzt eigentlich halt nur Höhlen bauen und wenn die anderen natürlich dann da richtige Hütten bauen, sieht das Ganze natürlich um einiges besser aus. Und ja, damit hätte ich dann halt einfach ein Problem, ne? Ah, Eisen ist das, glaube ich. Das war viel Eisen. Okay, viel, viel. So. Ja. Immer her damit, ne? Kann man alles gebrauchen. Haha. Mal was blöd gucken. Definitiv. Alter, wie viel Eisen ist das? Eisen, 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 Eisen. Ja, ab jetzt werden anstatt immer super lange Folgen, werden ab jetzt in der Regel vermutlich 39 Minuten, 39 Minuten, 15 Minuten Videos kommen. Anstatt immer komplette Level oder komplette Quests. Das einzige kann halt mal sein, wenn wir zusammen Minecraft aufnehmen, dass es dann halt immer was länger dauert. Wenn wir dann halt in der Regel auch zusammen spielen. Und das braucht halt im Allgemeinen länger, als wenn man so beschäftigt ist. Ja? Also wenn man jetzt so, dann macht man halt ein Spiel, spielt man halt jetzt, wie ich jetzt spielen werde, eine Viertelstunde oder dergleichen. Und dann ist gut. Aber es kann natürlich immer sein, dass man halt, wenn man halt zu so vielen ist, beziehungsweise halt zu dritt ist jetzt nicht so viele, dass man halt was länger spielt. Und ja, heute ist jetzt halt mal Minecraft angesagt. So. Was gibt's noch zu sagen? Ich baue jetzt hier einfach was Stein ab. 15, 64. Weil Stein ist wichtig. Stein braucht man immer. So. Ja, ich bin ehrlich gesagt noch mal überlegen, was ich hier bauen soll. Ich denke mal, dass ich einfach mir eine Mauer drum um meine Burg bauen werde. Und ich denke mal, aus dem Eisen werde ich dann halt gleich. Na, ich weiß nicht genau, wie viel ich für eine Eisenrüstung brauche. Ob ich jetzt eine Eisenrüstung oder Eisenwaffen bzw. Material ausmache. Oh, jetzt noch mehr Eisen. Eisen, Eisen. Ja, ich denke, jetzt sollte ich mir auch eine Rüstung daraus machen. Alter, wie viel Eisen hier ist. Am letzten Mal haben wir alle stundenlang danach gesucht und jetzt auf einmal tonnenweise Eisen. Bablo, bablo, bablo. Geht's noch weiter, Alter? Wie viel? Stoff verarschen. Oben ist nichts mehr. Schade, ach da. Schade eigentlich. Soll ich nochmal sein können? Ja, hier, da. Ha. Oh, doch Zeit. Oh, klar, immer weiter damit. Immer weiter. Ja, komm her. Ich will noch mehr. Ich erkenn's nicht. Nein. Ja, wie ihr seht, ich habe zu wenig Speicherplatz. Werde ich eines Tages auch mal bereinigen. Oh, halt die Schnauze. Jetzt. So, Fackel. Ist da noch mehr? Sieht nicht so aus. Egal. Dann können wir ja uns wohl vom Acker machen. Bringen wir das jetzt noch rein. Ja, ich denke mal, ich werde einfach hier jetzt
Vielleicht noch mit Erde aufschütten und eine Mauer ziehen. Ich weiß es noch nicht genau, was ich machen werde. Aber ich denke auf jeden Fall, da sollte was werden. Da. Mir fällt noch alles auf, dass es uns an Kohle mangelt. Richtig. Uns allen. Hab ich denn hier noch überhaupt Kohle drin? Kohle. Erde. So, Erde haben wir gar nicht mehr so viel. Schaufeln haben wir noch 3 Stück dabei. Werde ich nämlich jetzt noch was Erde beschaffen gehen. Weil dann werde ich nämlich hier dann so eine Mauer machen. Aber die werde ich dann halt noch auf ein Erde-Podest setzen. Ja, aber für die Erde gehen wir diesmal. Ach, da hinten ist noch Kohle, die brauchen wir auch. Ich werde für die Erde diesmal ein bisschen weiter weggehen, nachdem wir die beim letzten Mal ja derart nah da dran gebaut haben. Erstmal jetzt die Kohle holen. Kohle ist wichtiger als Erde. Ach, hier ist noch mehr Kohle. Also heute ist wirklich mal viele Kohle, Eisen, Döner. In 5 Minuten nehmen wir auch schon auf hier. So. Kohle. So. Da noch eins und hier noch eins. So. Aber noch mehr Kohle. Also ich denke, an Rohstoffen haben wir uns eigentlich eine relativ gute Gegend gesucht. Kohle ist immer gut vorhanden. Schein und Erde wird uns so schnell auch nicht dran mangeln. Weil wir davon eigentlich auch so durchaus genug haben sollten. Ja. Hört mal. Was und noch was Erde abbauen. Weil ich versuche auch eigentlich immer, wenn ich dann schon eine Hütte baue, das habt ihr auch bei der anderen gesehen, bei der anderen Hütte, die wir gebaut haben, dass das eigentlich halt nur wirklich, dass ich versuche wenn ich versuche eine Hütte zu bauen, versuche ich schon eine zu bauen, wo ich nicht noch 3 Zombies pro Nacht drin stehen habe. Weshalb die dann in der Regel auch so gebaut werden, dass da derart viel Licht drin ist, dass da keine Zombies reinkommen. So, jetzt hat Erde. Ja, was? Erde, ne? Braucht ja eigentlich kein Mensch, denke ich mal, werden die meisten von euch auch denken. Hä, Erde, wen juckt's? Ja, stimmt grundsätzlich. Erde macht man auch leicht kaputt, aber Erde hat einfach den Vorteil, erstens, sie ist so gut wie überall. Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas hochbauen will, beziehungsweise irgendwas ausgleichen will, wie ich es jetzt tun werden will, dann ist es ja auch so, dass ich mitunter ja auch mehr baue, als ich vielleicht an Rohstoffen habe. So, ich will jetzt zum Beispiel jetzt hier das begradigen, da möchte ich aber ja keine 12 Tonnen Stein für ausgeben, ne? Weil ich den Stein ja vielleicht nachher brauche fürs Mauerziehen, wofür Stein lediglich wertvoll ist. Außerdem sieht es mit Erde einfach besser aus. So, außerdem, ich benutze Erde auch so in der Regel oft zum Welle ziehen. Wenn man wirklich auf Survival spielt und jetzt, ich sag mal, nicht so einen guten Start hat oder einfach nicht so gut spielt. Zum Beispiel mein Bruder, den mache ich das dann auch immer. Dann sage ich ihm, baue da eine Mauer, setze da eine hin, von mir aus Sand. Und dann gibt es ganz spezielle Taktik, man setzt oben drauf, auf die Mauer setzt man Sand. Und dann setzt man halt immer Kakteen, werden dann halt immer da drauf gesetzt, also immer mit einem Abstand. Und so seid ihr schon mal dahinter dann Licht, das kannst du mit dran spawnen, so seid ihr eigentlich schon mal so ziemlich allem Ungeziefer sicher, insofern nichts an Licht auslasst und die Mauer natürlich geschlossen ist, die Voraussetzung. Weil dann kann innen drin nichts gespawnt werden und selbst Spinnen können da nicht rüber, weil diese Mauer ja dann so gebaut ist, dass selbst Spinnen da nicht rüberkommen werden. Das ist das Gute. So, jetzt ist auch bald schon wieder Nacht. Also es ist Nacht, drücken wir es so aus. So. Noch mehr Kohle. Ich denke mal, da gehen wir jetzt auch runter. In die Höhle. Wir werden da einfach in Anführungszeichen morgen hier weiterbauen. Ich weiß noch jetzt noch nicht so genau, ob ich schlafen gehe. Ich denke mal, ich werde mich jetzt eher noch darum kümmern, die Eisenrüstung zu craften und so ein Schrott. Wie macht man denn nochmal Eisenrüstung? Also ich glaube, die Brustpanzer, die gingen so. Ja, da habe ich recht. Die Helme irgendwie so.
Nee, ich glaube, das war Sandro. Ah, das, ah, doch, das war Eisenhelm. Ja, ich hatte recht. Das war die Schuhe. Nee, das war die Hose, die so ging. Wie ging die Schuhe? Oh Gott, wie ging die Schuhe? Nee, das nicht. Nee, Laura auch nicht. Gitter wollen wir auch nicht haben. Schuhe. Kein Plan. Guck mal eben nach. Ich kenne die sehr Studio. Minecraft Wiki. Dieser Studio soll ich jetzt nicht auf die Eier gehen, ne? Machen wir es direkt wieder zu, wenn es aufgeht. Weil noch sind wir nicht so weit. Oh Gott. Dieses Video wird kein gutes, das steht schon mal fest. Crafting, wo ist denn das? Crafting, hallo. Crafting. Genau. So. Ja. Alert, ne? Das ist schon mal gut. Werkzeug, Waffen. Na, ich habe das alles schon mal angeguckt. Früher oder später. Rüstung, da. So, Rüstung, wo ist es denn jetzt? Muss ich ja noch ausklappen, ne? Ach, das war die Hose. Ach, ich habe die schon gemacht. Ach so. Ja, stimmt, die Dinger, die sehen aber ja auch aus wie Schuhe. Ja, hat keiner von euch gesehen, ne? Ein Glas kommt da rein. Und was wollte ich da jetzt reintun? Das wollte ich da reintun. Ach, du behindertes Stück Fleisch. Geh da rein. So. Jetzt haben wir ja schon mal die komplette Eisenrüstung. Was so mit unserem Düppes hier eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aussieht. 2, 3, 1, 2, 3. So. Spitzhacken. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, was man sich jetzt so aus Eisen herstellen sollte. Die Panzerung ist ja auch schon recht gut, was mich jetzt irgendwie überrascht dafür, dass es ja nur so eine hässliche Eisen ist. Es ist aber immer noch Nacht. Naja, egal, dann. Ich will, hab jetzt keinen Bock, pennen zu gehen. Dann baue ich einfach hier unten weiter. Ich denke mal hier unten. Welche Richtung? Ich würde sagen, wir bauen uns das Gebirge rein, ne? Achso, ich hab da hinten ja schon reingegraben. Egal. Ich schalte noch eine Reihe Wand ab. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass dann in der Regel brauche ich auch immer irgendwie Gänge oder so, weil es mir einfach auch Spaß macht, in den Berg hineinzubauen. Vielleicht lasse ich die schon so hier stehen. Mal gucken. Also wahrscheinlich werde ich so machen, dass die eigentliche Burg in die entgegengesetzte Richtung von der von dem unterirdischen Teil halt geht. Einfach weil ich es lustiger finde. Dann so den unterirdischen Teil hat man halt. Dann überschneidet man sich das nicht, weißt du, wenn man dann nachher sagt, so, ich baue jetzt da hinten ein Burgtor, was funktioniert, wenn man dann irgendwann mal genug Redstone hat oder dergleichen, dann ist das natürlich scheiße, wenn man dann darunter direkt schon seine gebauten Teile hat und dann irgendwas umbauen muss oder dergleichen, dann ist das natürlich für einen Arsch, das ist klar. 1, 2, 3, ja, ich sehe das auch fast 3. Kommt dann alles ab, alles weg, alles weg. So, 1, 2, 3, 4, so. 1, 2, 3, 4, 5. So, kommt da eine hin und von mir ist da auch noch eine. Ah, ne, die ist zu weit. Machen wir noch so eine und dann halt noch so eine. So, dann machen wir hier jetzt den Gang rein in den Berg. Weil ich mache da nicht hier so eine Riesenüberführung, aber ganz wichtig ist halt immer, dass der groß ist der Eingang. Ich kann es nicht leiden, wenn man so einen 2-1 Eingang hat, kann ich mich ja direkt irgendwie hängen gehen. Ja, ich denke aber mal, dass wir das erst im nächsten Video weiterbauen, weil wenn ich mich nicht irre, ist es jetzt schon eine halbe Stunde bald. Eine halbe Stunde, 15 Minuten. Das war jetzt ein relativ kurzes Video, das gebe ich zu. Ich habe jetzt ja auch relativ viel gelabert. Ich glaube, ich nehme doch noch eine Runde Hitman auf. Muss ich mal gucken. Oder ich zock's jetzt gleich einfach so. Muss ich mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die Hitman-Reihe zu Ende kriege. Auch wenn da jetzt hier aktuell jetzt nicht so die Leute da sind, die es wahnsinnig interessiert. Kriege ich jetzt zumindest das Feedback von denen, die die Videos jetzt hier so gucken.
Auf jeden Fall werde ich die Reihe zu Ende machen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es doch den einen oder anderen interessiert. Ich sage, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und das Spiel nimmt im Nachhinein und später auch noch definitiv mehr Fahrt auf. So, von daher würde ich jetzt sagen, ich rendere das Video jetzt und lade es dann hoch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Das war's mal wieder.